wissen oft nicht, wie wir unseren Geldfluss sabotieren. Es ist unglaublich, was unserem Verstand und unserem Unterbewusstsein alles einfällt, um uns vor Geld zu schützen. Um uns zu schützen vor den Freuden des Geldes, um uns zu schützen vor den Möglichkeiten des Geldes, um uns zu schützen vor der tantrischen Beziehung mit Geld. Es ist unglaublich, was da für Programme in uns ablaufen können. Ja, hallo, hallo, Sabotage, Sabotage überall. Hallo Elisabeth. Sabotage gegen Geld läuft konsequent im Hintergrund. Wenn wir da nicht hinschauen und wenn wir das nicht bereinigen, wenn wir nicht erkennen, was für unterschwellige Sabotageprogramme uns immer wieder von unserem Wunschzustand in Geld und Fülle und Reichtum trennen. Und ein riesengroßes Sabotageprogramm ist die Angst davor, nicht geliebt, nicht anerkannt und ausgegrenzt zu werden, nicht mehr dazu zu gehören, abgelehnt zu werden. Diese Ängste aktivieren Sabotageprogramme. Und wenn wir zum Beispiel diese Angst haben, dass wenn wir uns plötzlich outen als jemand, der auf Geld steht. Das ist genauso, als wie wenn du dich outest als jemand, der auf Tantra steht, der Tantra toll findet. Ich habe es extra gewählt, um hier noch ein bisschen zu provozieren, um ein bisschen da reinzugehen und die Finger reinzuhalten und zu sagen, können wir offen über Genuss sprechen? Egal welcher Genuss es ist, ob es körperlicher Genuss ist, hallo Petra, ob es Genuss ist, den wir uns mit Geld ermöglichen. Es geht genau darum, können wir dazu stehen, dass wir auf Geld stehen, dass wir Geld klasse finden, dass wir Geld lieben. Können wir dazu stehen? Oder läuft dieses geheime Sabotageprogramm an, das dann behauptet, oh, Leute, die auf Geld stehen, hat man nicht gerne. Leute, die auf Geld stehen, werden abgelehnt. Leute, die auf Geld stehen, sind arrogant, sind geizig, gehen über Leichen, was weiß ich nicht alles, ja. All diese Vorstellungen in unserem Kopf, in unserem Unterbewusstsein, danke Petra, die führen dazu, dass wir uns nicht outen als jemand, der auf Geld steht, als jemand, der Geld gerne hat. Und das, was ist das Wichtige dran, an diesem sich outen, an dem dazu zu stehen, was man gerne hat, was seine Vorlieben sind, was man wirklich gerne möchte, was einem wichtig ist? Was ist das Schlimme daran? Und diese Frage darfst du dir stellen. Weil dann kommst du dieser Sabotageprogramm, diesen Hallo Susi, diesem Sabotageprogramm auf die Schliche. Ja? Warum traue ich mich nicht zu sagen, was mir wirklich gefällt? Warum traue ich mich nicht, dafür einzustehen, für was für mich wichtig ist? Warum traue ich mich nicht, der Welt zu sagen und zu zeigen, wofür ich stehe, was meine Werte sind, was meine Ansichten sind? Warum traue ich es nicht zu zeigen? Weil es geht nicht darum, dass ich die ganze Zeit drüber rede und predige, aber wenn ich mich reich sein will, dann muss ich einfach dieser Mensch sein, der okay ist mit Reichtum, der okay ist damit, Geld gerne zu haben, der okay ist mit Geld zu spielen, der okay damit ist,
sich an Geld zu erfreuen, der okay damit ist, sich die Sachen, die ihn erfreuen, mit Geld zu ermöglichen. Und solange, hallo Ursula, und solange du nicht rumlaufen kannst als eine reiche Person, die absolut komplett umato okay damit ist, Geld zu lieben. Ja? Es ist genauso, wie wenn du im Geheimen deinen Mann lieb hast, aber nicht mit ihm auf eine Party gehst, weil du dich für ihn schämst, weil er sich zum Beispiel nicht gut anziehen kann. Ja? Das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht eine glückliche Beziehung haben mit einem hinter vier Wänden und niemand darf wissen, dass du auf diesen Mann oder auf diese Frau stehst. Du musst zu deinen Vorlieben stehen. Du musst zu dem stehen, was du dir wünschst. Du musst zu deinen Wünschen und Träumen stehen. Und wenn du zu diesen Wünschen und Träumen stehst, dann ist es unerlässlich, dass du zu Geld stehst, weil es dieses Mittel ist, das dir ganz viele Wünsche, Träume, Projekte ermöglicht. Und du darfst diese Person sein, die reich an Ideen ist. Diese reiche Person, die reich an Ideen ist, diese reiche Person, die reich an Träumen ist, diese reiche Person, die reich an Wünschen ist, die reiche Person, die so viel kreieren möchte, auf die Welt bringen möchte, die Person, die so reich ist, in sich drin, um dazustehen und zu sagen, ich bin reich, ich liebe meinen Reichtum, ich zelebriere meinen gottgegebenen Reichtum, all meine Gaben, all meine Vorstellungskräfte, all meine Liebe, all meine Begeisterung, ich stehe dazu, ich bin das. Und wenn es noch so vielen Leuten auf den Sack geht, ich finde es geil, ich finde es wunderbar. Und ich finde es geil und ich finde es wunderbar, Menschen zu sagen, dass sie unbeschränkt sind, dass alles möglich ist auf dieser Welt, dass sie alles erreichen können, dass sie alles sein können, was sie möchten, dass sie alles erleben dürfen auf dieser Welt, was sie möchten, dass es keine Einschränkungen gibt. Und ich stehe dazu, dass ich jemand bin, der den Weg zeigen kann und dass ich das so, so gerne mache, aus diesen alten Paradigmen die Leute rauszuholen und rauszurütteln und sagen, das, was du glaubst und denkst, stimmt nicht, das schränkt dich nur ein. Lass los von diesen alten Überzeugungen. Die sind nicht wahr, sie stören dich nur in dem, was du wirklich willst. Sie halten dich zurück von dem, was du wünschst für dein Leben, für dein Erleben. Und ich stehe dazu, dass ich jemand bin, die sagt, Geld ist richtig, richtig klasse und ihr habt es verjagt, ihr habt es schlecht gemacht, ihr habt's ausgetrieben, ihr habt gelüngt, das Geld, ihr habt so elend gemacht, liebe Gesellschaft, dass es keiner mehr haben will, damit alle Menschen sich vor Geld scheuen und dass es dann diese Klassengesellschaft gibt, dass eben, wenn du ein guter Mensch bist, dann darfst du Geld nicht lieben und wenn du Geld liebst, dann bist du von dem Bösen. Das ist Bullshit, das ist Brainwash, das stimmt nicht, das will dich klein halten, das will dich in eine Ecke drängen. Es will einfach, dass du diesen Sklavenstatus nicht verlierst. Guten Morgen, Myribet. Und ich will hier aufwecken und ich weiß, dass ich mir da vielleicht nicht jeden zum Freund mache, aber ich weiß, dass ich mir viele Freunde machen kann von den Leuten, die das ganz tief in sich spüren und sagen, ja Mensch, endlich spricht sie es aus, endlich ist da jemand, der genau das sagt, was ich schon lange, lange vermutet habe und nie geglaubt habe zu glauben. Und darum geht es mir und darum möchte ich, dass jeder, der sich nur irgendwo angesprochen fühlt und sagt, ja, wir sind hier in einer Zeit des Umbruchs, jetzt da reinspringt in das neue Divine Money Programm mit diesen ganzen Boni und Goodies, Kongress Premium Programm. Du hast alles
Speaker live, du kannst in jeden Vortrag gehen, du kannst in jeden Workshop gehen, Energiemedizin, Heilung mit der Pferdeenergie, Heilung über Osteopathie, Geistheilung, you name it, ich kann dir nicht mal alles aufsagen. Schau einfach auf der Kongress-Homepage nach, was du alles konsumieren kannst. Du bist live dabei, du hast einen Workshop. Die Workshops sind absolut 100% anwendungsorientiert. Du workst, du arbeitest an dir in 10 Workshops in 3 Wochen, wo du alle aus allen möglichen verschiedenen Perspektiven Heilung für dich empfangen kannst. Dieses Kongresspaket ist dabei, neben dem Coaching mit mir. Neben den Divine Healing Sessions, neben den Cup Kundalini Activation Sessions, die ich auch noch für dich reingepackt habe, der ganze Support, den du hast, den du kriegst mit deinen individuellen Problemen, die du für dich aufarbeitest, wo du nachher dastehst und endlich weißt, es geht weiter. Und es ist insbesondere ein Programm für die Leute, die jetzt schon bei mir in Programmen waren und aufgehört haben, und jetzt vielleicht auch gemerkt haben, shit, wenn ich nicht in einem Raum bin, in einem begleiteten Raum, in einer Frequenz, in einem Raum mit diesen Vorstellungen, dieser unendlichen Größe, dann schmiere ich wieder ab, weil ich mich zu sehr mit dem verbinde, was gerade noch im Außen sich zeigt, was ja vergangene Kreationen sind. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man einfach dabei bleibt in der Community, dabei bleibt in der Weiterentwicklung, in der Bewusstseinsentwicklung, in der Mindset-Öffnung, in der energetischen Öffnung und sich weiter und weiter von diesen Status-Quo-Geschichten, von diesen Einsperrgeschichten löst. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dir das möglich machst. Und deswegen habe ich auch diesen Ratenplan gemacht. Entweder zahlst du in 3 oder sogar in 4 Raten. Und das kannst du dir möglich machen. Und du bist 2 Monate, die 2 heftigsten Monate, im Jahr 2020 bist du in einer Community, die sich nicht schütteln und rütteln lässt von dem Umbruch, der gerade im Außen passiert, weil in dieser Community wissen wir, dass es notwendig ist, hier eine neue Zeit zu starten, ein neues Denken, Fühlen und Handeln zu starten, einen neuen Lebensstil nach den Gesetzen des Universums, nach den göttlichen Gesetzen der Fülle, der unendlichen Möglichkeiten, nach den quantenphysischen Gesetzen zu führen und die alten Regeln abzulegen. Und nicht auf einmal, das ist ein schrittweiser Prozess. Wir können nicht von jetzt auf nachher uns drehen. Unser ganzes System geht auf Tilt und will das Alte nicht verlassen, weil es sich so sicher fühlt. Aber wenn du in einem neuen, sicheren Raum bist, wo dir gesagt wird, dass es gut und sicher ist, anders zu denken und zu fühlen und zu handeln, wie du es bisher immer gemacht hast, dann wirst du getragen. Wir tragen uns gegenseitig in diese Zukunft und dann kommen alle. Wir starten einen kleinen energetischen Raum von Neudenkenden, von Neuwissenden, der so energetisch geladen wird, dass er alle anzieht, wie die Fliegen nach und nach. Und es ist so, so notwendig, weil das System, das da gelebt wird, wird es weiter nicht mehr geben, weil es so nicht funktioniert, weil es auf Lügen basiert und weil die göttliche Wahrheit sich ganz was anderes für uns ausgedacht hat. Und wir dürfen das, wir dürfen danach leben und wir dürfen danach streben und wir dürfen es umsetzen nach und nach. Und ich lade dich wirklich, wirklich ein. Mach es dir bitte möglich bis am Sonntag. 1500 Euro für dieses Package, das dich wirklich bis zum Ende des Jahres trägt und dir 2021 so einen Neustart ermöglicht für dich, für deine Family, für deine Beziehung, für dein Business, für alles. Ich verspreche es dir, weil ich kann es dir versprechen, weil ich gesehen habe, was passiert ist schon in den Programmen vorher. Und was alles möglich ist und was passiert, wenn du die Tools richtig einsetzt und wenn du dich neu machst, wenn du neu denkst, wenn du erlaubst, dir neu zu fühlen, wenn du dir erlaubst, deine tantrischen Gefühle auszufühlen und wenn du dir erlaubst, genau die Handlungen zu tun, die du eigentlich schon lange tätest, wenn du dich trauen würdest und diese ganze Sabotage-Geschichte nicht mehr wäre. Also in diesem Sinne, fühl dich eingeladen, dich anzumelden, fühl dich eingeladen, mich zu kontaktieren für Fragen,
Fühl dich eingeladen, in unsere Community reinzukommen. Fühl dich eingeladen, mit uns mitzureisen und einfach alles abzulegen, was nicht mehr dienlich ist. Und fühl dich eingeladen, zu wachsen, groß zu werden, in dein wirkliches Potenzial einzutreten und dein Herz zu öffnen. Weil das Allerwichtigste für uns ist, wir wollen lieben. Wir wollen Liebe schenken, wir wollen Liebe geben, wir wollen ein Umfeld von Liebe kreieren. Und fühl dich eingeladen, dir das zu erlauben und zu wissen, dass je mehr Liebe du kreierst, je größer der liebende Raum ist, den du eröffnest, desto mehr automatisch möchte das liebende Geld zu dir kommen und dir ermöglichen, dass du noch mehr Liebe schenkst. Wie schön ist das denn, oder? Also, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Wenn du dich nicht gleich direkt bam, mit dem Link hier unten in den Kommentaren, in den Bemerkungen anmeldest und dabei bist bei unserem Start zu Divine Money am Mittwoch, den 4. November. So schaut's aus.